Willkommen zu Rollercoaster Tycoon World. Wir wollen jetzt hier mal gucken, was dieses Spiel denn doch zu bieten hat. Ich fand Rollercoaster Tycoon 3 und 2 und die Vorgänger halt allesamt echt gut und hat auch mega Spaß gemacht. Die Kritiken hierzu bei Steam sind jetzt natürlich durchwachsen bis nicht wirklich gut, also bis schlecht. Was aber hauptsächlich noch daran liegt, dass die Entwickler das Spiel noch als Early Access quasi zum Vollpreis veröffentlicht haben. Aber vergessen haben zu sagen, es ist Early Access. Aber das hat mich nicht davon abhalten können. Und neu. Ich hatte hier das Tutorial schon mal gespielt, aber das will ich euch nicht vorenthalten, weil es gibt ja hier noch Nebenmissionen, die es zu erfüllen gibt. Und da wollen wir jetzt mal anknüpfen. Mal sehen, was uns hier erwartet. Also, was euch erwartet. Grafisch ist das Spiel, glaube ich, auch noch nicht auf so einem super optimierten Stand. Aber sieht trotzdem echt super aus. Willkommen bei den High Roller Investoren. Unser Screening-Verfahren ist sehr rigoros, aber du hast dich gegen die anderen Kandidaten durchgesetzt und deine Begeisterungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Du bist sicher bereit, sofort loszulegen. Aber zuerst wollen wir noch ein paar Aspekte der Parkverwaltung besprechen. Dieser Vergnügungspark sieht wunderbar aus, nicht wahr? Ich mache dir einen Vorschlag. Du übernimmst für eine Weile die Leitung und ich schaue in ein paar Monaten wieder vorbei. Viel Glück, Tiger. So, wir haben ja als Herausforderung ein Karussell bauen. Dann verrückte Schaukeln, Wirbelsturm bauen. Also quasi müssen wir hier eigentlich nur Sachen bauen. Und kriegen dafür Tycoon-Dollar, glaube ich. So, Komplize Tutorial. Das ist übrigens auch was ich noch nicht verstanden habe. Wieso es, also ich mache nebenbei mal das Tutorial. Ich setze erstmal nur die Kameraführung. Wieso das denn so semi-deutsch ist. So, weiter geht's. Oh nein, hier ist ein Abschnitt nicht verbunden. Zeig mir das mal. Wähle einen Weg im Wegmenü unten auf dem Bildschirm aus. Sei kreativ. Jetzt sind wir aber mal richtig kreativ. Da ist der Winkel zu eng. Ich weiß, ich könnte jetzt theoretisch auch einfach nur halt einfach nur mal eine Kurve bauen. Super. Denn du bist schließlich der Tycoon hier. Das habe ich auch noch gelesen. Typischer Aussichtsturm. Sind hier Menschen? Haben die kein Gesicht? Doch. Weil die sehen ja so nicht ganz Sims-like aus, aber guck mal hier sogar die Mitarbeiterin ist zu sehen. Was ist hier? Passiert gar nichts. Darum kümmern wir uns ja gleich. Wir müssen jetzt erstmal hier eine Warteschlange bauen. Nehmen wir Muschel. Wenn ja auch nicht so viele mit. Nicht so viele mit fahren auf einmal. Muss ich erstmal auf gerade stellen. So. Upp, gerade ist es. Wir haben hier etwas Raum. Lass uns da etwas bauen. So, wir wissen ja, wir müssen ein Karussell bauen. Das heißt, Kinderaktion, Karussell. Ein klassisches Karussell mit heiterer Musik, bei dem die Fahrgäste auf bemalten Holzfähren sitzen. Dann drehen wir das mal. Wunderschön. Da können wir jetzt auch noch den. Kann man das eigentlich? Kann man das nicht irgendwie locken? Nee. Schade, ich dachte, ich könnte wenigstens sagen, um sicher zu gehen, dass das wirklich gerade ist.
dass ich so einen 90 Grad Winkel kriege. Aber leider nicht. Nachdem nun alles vorbereitet ist, lass uns deine neue flache Attraktion eröffnen. Wie viel Geld nehmen wir dafür? 2 Dollar. Betrieb und Wartung, Rundenzahl 11. Da gibt es aber auch nur... Okay. Das braucht so mal so alle 2 Stunden nur. Können wir es nicht noch bunt machen? Ja, Musik gibt's und das, dann Karussellmusik. Ne, ich kann das leider nicht bemalen. Sehr schön, du scheinst den Betrieb reibungslos am Laufen gehalten zu haben. Ich wusste, dass ich meinem guten Gefühl bei dir trauen kann. Du hast das Hauptziel erfüllt, aber es stehen noch einige Nebenziele zur Verfügung. Und die wollen wir natürlich auch noch erfüllen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich die hier ziele. Das haben wir. Jetzt müssen wir eine verrückte Schaukel und einen Wirbelsturm bauen. Was ist denn hier noch? Hier geht ja noch. Aber riesig das Ding. Was haben wir hier alles? Alles ist geschlossen. Das ändern wir jetzt mal hier. Der Fressparadies-Tempel. Entertainer-Stall. 3 Angestellte. Oh, können wir sogar Patrouillen setzen? Aber kann ich halt auch nur Zone bearbeiten. Die Leute so ein bisschen bei Laune halten. Aber warum kann ich... Dann lösche ich die. Neu. Dort. Warte auf Anweisung. Du kannst Angestellte auf Patrouille schicken, indem du ihn aufhebst und auf hier absetzt. Ja, aber ich kann ihn ja nicht mal anwählen. Wahrscheinlich ist er auch noch nicht mal am Arbeitsplatz. Dann eröffnen wir doch mal den Sushi und den Taco-Laden. Hier haben wir jetzt die Riesenschaumstofffinger. Das war ja auch immer toll. Bei Rollercoaster Tycoon 3 wieder. Ja, wie einfach. Ne, das wollte ich so nicht. Entfernen. Wie die da dann mit ihren Luftballons und allem immer rumgelaufen sind. Das sah so schön aus. Was haben wir hier? 5 Euro für einen Eintrittspreis. Tickets sind viel günstiger als erwartet. Tja, da, wenn ich das wiederfinde. Was haben wir hier? Steht hier noch etwas Tolles? Fahrtlänge. 800. Naja, achso, Fahrtdauer. 1 Minute 30, aber da der Preis den ja scheinbar zu angemessen ist, zu günstig, da müssen wir, was ist denn das aber auch, das finde ich mega, dieser Baum. So, und hier Gedanken, gibt es noch keine? Wow, 6 Euro. Also ich meine, wir haben ja hier schon viele Besucher. Ich hoffe, mein Mittagessen bleibt drin. Viel zu günstig. Oh, manche sagen natürlich auch, ist mir viel zu teuer. Aber die Mehrheit sagt, ist ja relativ preiswert. Ich frage mich nur, wann es denn... Ach, ich habe auf Pause gemacht. Hupsi. So, Gebäudepersonal kann ich nicht bauen. Das heißt, ich habe keine Ahnung, woher ich jetzt
Leute kriege, die hier Sachen reparieren können. Was sagt denn der Eintritt? Das sind erstaunlich preiswert. Oh, das war Teig und nur Beats. Da machen wir hier mal 15 Euro draus. Ja, wo stecken Mechaniker, wenn man sie braucht? Das weiß man natürlich nicht, weil wir ja auch keine haben. Kreatives Zentrum. Ne, da wollte ich nicht hin. Finanzen, Option. Aha, ausrichten. Nee, sehr gut. So, wir müssen jetzt aber zwischendurch auch mal weiterkommen. Eine verrückte Schaukel bauen. Sitzen wir dann hier. Da gibt es dann auch den tollen Weg. Gerade diesmal. Und für 1,75 könnt ihr hier richtig verrückt schaukeln. Hier ist auch die typische Karussellmusik. 10 Runden. Ja. Kann man da was machen? Nee. Gut. Der verrückte Schaukel steht und der Wirbelsturm wird jetzt noch hinterhergesetzt. Dann haben wir hier so ein kleines Familienzentrum. Hopp. Die Steuerung muss ich mich noch ein bisschen eingewöhnen. Komm, das setzen wir mal hier hin. Das passt hier nirgendwo hin. Ah, hier geht's. Nur mal drehen. Jetzt will ich nochmal gucken. Na, gehen die da? Nee. Könnt ihr auch hier den schnellen Weg kriegen. Alles ein bisschen anspruchsvoller, auch was die 122 km/h. Ja. So sieht's also aus. Schön, dass man jetzt auch die Angestellten mal sieht. Wenn sich hier jetzt nochmal Leute hin verirren. Ich kann ja gar keine Deko bauen. Da bleibt es halt dunkel. Plündernde Piraten und Schleuderspaß. Wo bauen wir das denn hin? Das ist ja hier die Nervenkitzel-Attraktion. Alle Achtung. Und er ist da drin. Ich glaube, ich habe gar keine Mechaniker. Schön, die Palmen wachsen aus dem Nichts. So, der Ausgang. Und der Eingang. Machen wir ihn schief, ich will den Baum nicht abreißen. Und wir setzen am besten auch gleich den Schleuderspaß. Hier mal hin. Gut, jetzt haben wir das alles abgeschlossen. Ich werde aber trotzdem jetzt wenigstens so ordentlich sein, dass ich hier nochmal Wege baue. Und dann wollte ich mir noch was angucken. Erstmal öffnen. Wir müssen ja hier Piratenmusik. Ah, okay, ich spiele mal Abenteuermusik. Besucheranzahl geht runter.
Wert. Parkbewertung. Bin erschöpft. Warum ist hier eigentlich keiner? Ah, ist wieder auf Pause. Ah, hier ist der Mechaniker. Nee, nee. Woher läuft das jetzt wieder? Finanzen laufen, Kosten, Einkommen. Vielleicht ist 57 doch etwas viel. So, aber wir wissen ja, was noch kaputt ist. Ups. Geh da jetzt auch ja hin. Sehr gut. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, wo unsere Angestellten dann sind. Die ja mittlerweile da sind. Wow. So, machen wir noch eine. Da vorne. Auch sonst irgendwie nichts machen, ist auch seltsam. Wenigstens dumm rumstehen könnten die doch. Mach ich jetzt ein. Krokodil-Methode. Ja, wo ist denn der Mechaniker? Ah, läuft doch wieder. Ist noch irgendwas kaputt? Okay. Ich würde auf jeden Fall mehr als nur einen Mechaniker einstellen. Fahren jetzt mal welche mit. Attraktionskamera, das ist jetzt der krönende Abschluss für die erste Folge. Wenn es denn mal losgeht. Wir sehen noch, da kommen ja noch 4, 5. Ah, hier strömen ja noch ein paar Leute rein. Aber es ist jetzt zu spät. Gucken wir uns das mal aus der Sicht an, oder? Ah, ne, wir bleiben vorne. Ich finde den Baum immer noch klasse in der Mitte. Ich hoffe, man kann sowas bauen. Guck mal, ich einen Grafikfehler hier. Das war vielleicht die blendende Sonne. Oh. Und schreit.
Pflanzen. Das war jetzt ja gar nicht mal so schlecht. Wie sieht's hier aus? Hier wartet keiner. Warum? Warum geht hier eigentlich niemand längs? Das ist echt interessant. Hier ist echt nichts los. Dann machen wir da mal einen Test. Oh, ich sehe gerade, der ist, glaube ich, gar nicht angeschlossen. Ah, ne, jetzt wegen dem Test. Das wollen wir uns ja auch nochmal angucken, wie jetzt die Achterbahn ist. Ne, da sitzt keiner. Die sieht ja auch interessant aus. Man steht da drin? Nicht ernsthaft, oder? Stehen? Achte mal, wo man drin stehen soll? Da rutscht man nach unten raus. Gut, die finde ich jetzt aber auch nicht so geil. Ach, hier ist das. Hier hätte man jetzt sagen können, 5. Test bestanden. Öffnen. Ah, das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass man da echt... Ja, doch, man steht da. Gibt es da irgendwie eine Bezeichnung für? Das war der Tutorial Park, das war die erste Folge und mit dem Blick auf den Baum des Lebens wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut!